Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück in Valheim. Ein sonniger Tag, diesmal zum Start der Aufnahme, nicht nur pures Unwetter. Ich hoffe, der Tag wird gut. Ich wollte mal nach den Schweinen gucken, wie viel haben wir denn da mittlerweile? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 läuft rum, 9 haben wir. Sind alles keine Sterneschweinchen wollte ich sagen. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber bis jetzt haben wir da auch keine gefunden. Wir müssten mal gucken, dass wir hier irgendwie nochmal andere Schweine dazu bekommen, damit sich das vom Fleisch lohnt. Apropos Fleisch, wir sollten mal was für die Wölfe mitnehmen. Und ich glaube, wir haben hier noch, genau, wir sollten Otternasen. Gedärme essen die leider nicht, die Wölfe. Deswegen nehme ich jetzt einfach hier die Nixenschwänze mit, das müsste reichen. Und was essen wir denn vor lauter Schreck in der Fremde? Wir haben Würstchen, wir haben die Suppe. Hier ist noch ein bisschen Rübeneintopf. Können wir da noch Rübeneintopf machen? Dass wir ein bisschen was mitnehmen, weil so, ich glaube, da drüben kriegen wir bös aufs Maul. Ah, da brauchen wir Fleisch zu. Dann wären das 3 Rübeneintopf. Das ist aber sehr übersichtlich. Aber jetzt für den Übergang langt das. So. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall mehr Fleisch besorgen. Und wenn ich um meine Schweine da irgendwie schlachte. So, dann gucken wir mal drüben nach den Wölfen. Achso, wir sollten uns erstmal ein Frühstück reinziehen. So, da ist das Leben einigermaßen hoch. Wenn wir jetzt rübergehen. Dann gucken wir mal nach den Wölfen, wie es denen geht. Füttern die nochmal nach. Und es kam schon die Frage, wie kriege ich denn die Wölfe dann nach Hause? Gar nicht. Ich lasse die hier. Ich denke... Hallo. Guten Tag. So. Dann gucken wir mal oben. Da haben wir auch noch Fleisch dabei. Wie, nur ein Fleisch gehabt, der Wolf? Ist aber mager. Und hier könnten wir eigentlich mal das Loch zuschütten bei Gelegenheit, ne? Ein bisschen... Wo schreit er? Oh, Golem plus... Da geht's aber ab am frühen Morgen. Da habe ich jetzt keinen Bock, gegen den Golem zu kämpfen. Das bringt ja nichts. Also wenn man von den Golems irgendwas bekommen würde, was irgendwie Sinn macht... Könnte man das ja machen, aber... Na, da hat der Frost ja gerade nicht eingefrostet. So wie es aussieht. Und Mutti hat ja ganz schön was angerichtet, ne? Der halbe Berg ist hier weg. So, wo war denn das? Wo war denn das? War das hier? War mal das... Hier ist die Grube. Ah, hier ist das Ei. Da müssen wir doch darunter. Ja. Hier ist übrigens noch so eine Tafel. Ich glaube, die hätte Mutti. Was kommt hier? Nur eine Erklärung, oder? Ja. Also, was ich mir gedacht habe. Wir müssen ja in der Ebene jetzt noch ein bisschen weitermachen. Dass wir uns eine Basis in der Ebene auf jeden Fall bauen. Und wir sind ja hier praktisch schon, also können wir auch hier alles hertransportieren. Wir müssten nochmal Surtlingkerne besorgen, um ein neues Portal zu errichten. Oder beziehungsweise mehrere. Damit wir... Da ist ein Wolf wieder unterwegs. Ich glaube, die sind wahrscheinlich... Sind das meine? Das sind wahrscheinlich meine hier in der Grube. Oh, es tut mir so leid. Eigentlich finde ich das fies, die armen Wölfe. Na? Wolf, Wolf, ja. Ihr seid noch nicht zahm, so wie ich das sehe. Kann ich denn sehen, wie weit die sind? Die sehen mich, warte mal, ich gehe mal ein Stück weg. So müsste das Auge doch irgendwann verschwinden.
Den nehme ich durch den Stein durch. Ah, jetzt. Jetzt haben sie auch gefressen, oder? Jetzt fressen sie. Sehr schön. Was ich hoffe, dass, wenn die zahm sind, dass wir das unten erweitern können. Beziehungsweise, dass auch Nachkommen kommen und die dann uns entsprechend weitere Wölfe bringen. Und dass auch die einen Sterne da vererbt werden. So, warte mal. Hier unten ist Ebene und hier oben ist Ebene. Ich glaube, wir gehen mal in diese Richtung. Da ist nämlich wesentlich mehr zu erkunden hier in diesem Bereich. Das heißt, wir müssen da rum. Gehen wir rechts rum, würde ich sagen. Das Blöde ist nur, dass ich in dieser Tiefe nicht gut kontrollieren kann, wie weit die sind von der Zähmung. Na, wir gucken mal. Wenn sie zahm sind, kommt hoffentlich ein Nachkommen mit einem Stern dabei. Aber ich hätte auf jeden Fall ganz gerne ein paar Kumpels, die mich verteidigen. Weil ich kann mir gut vorstellen, wenn so ein Rudel von diesen Gnomen da ankommt, dass wir da... dass es ganz gut ist, wenn wir da ein paar Kumpels an der Seite haben. Hä, ist das drüben dunkler Wald? Ne, es gehört noch zum Eisgebiet, ne? Ui, nein! Oh Gott, fast hier runter. So, hier waren wir noch nicht. Weil ich meine, hier im Norden, als wir mit dem Schiff gefahren sind, habe ich Ebene gesehen. Bin ich mir relativ sicher, dass hier ein Riesenstück Ebene hinten dran war. Hier ist Dunkelwald, oder? Ja, tatsächlich, dunkler Wald. Das wäre natürlich ideal für eine sichere Basis oder sicherer als der andere Teil. Blaubeeren nehmen wir gerne mit. Wie cool ist das denn? Das ist ja cool. Das ist auf jeden Fall besser, dort eine Basis zu haben, als in den Sümpfen, ne? Das ist ja nice. Weil die Sümpfe finde ich schon ziemlich ätzend. Aber ich würde mir auf jeden Fall gerne eine neue Basis aufbauen und die auch aus Spawner? Aus Stein dann entsprechend. Ein Steinfundament. Einen anständigen Wall gebaut. Guten Tag. Ich glaube, mit einer Axt wäre ich hier schneller durch gewesen. Das ist ja cool. Vielleicht finden wir hier sogar irgendwie eine Krypta, wo wir uns Surtling-Kerne rausholen können. Da hätten wir alles erledigt. Was, ein Riesenstück? Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber als ich hier rumgefahren bin, habe ich doch nur Ebene gesehen. Das wundert mich jetzt schon hart. Oh, das klang nach Troll. Wo ist er denn? Da hinten irgendwo. Guck mal, hier hat man auch Kupfer. Da vorne sehe ich noch ein paar Disteln. Aber ich meine, dass hier vorne ein Riesenstück Ebene war. Wahrscheinlich ist die Insel doch größer, als ich erwartet hätte. Ne? Haben wir keinen Platz im Inventar? Ja, natürlich haben wir keinen Platz im Inventar. Mal hier ein Kupfervorkommen nach dem anderen. Sehr, sehr nice.
Oh, Pilze. Hier sind Skelette, aber das sind nicht... Die brauche ich nicht wirklich. Ich brauche eigentlich eher eine Krypt... ein Dungeon. Hier wächst ja echt alles gut. Na. Aber es wäre jetzt irgendwie cool, wenn der Wald in die Ebene übergehen würde. Dann könnte man da nämlich eine schöne Basis aufbauen. Hm. Jungs, geht mir nicht auf den Sack. Oh, was ist denn da? Ach nee, da guckt nur Yggdrasil hier durch. Ich dachte jetzt gerade, was ist denn da hinter den Bäumen? Oh, L-Distel. Ah, siehst du? Kein Platz im Inventar. Was habe ich jetzt eben liegen lassen? Stein. Kerne so alten brauche ich nicht. Quatsch. Ja, ja, ja. So habe ich mir das nämlich gedacht. Alter, was ist denn das da hinten? Was ist denn das? Seht ihr das da vorne? Oh oh. Irgendwas sieht mich hier. Da ist auch eine Krypta. Das ist ein Skelett. Aber was war das Lachen? Das Lachen war doch hier so ein Knobold. Warte mal kurz. Was ist das am Horizont? Wo ist denn hier? Okay, komm, wir kämpfen. Oh, Loxe. Gegen wen kämpfen die da? Ist irgendwo ein... Da steht einer. Kann ich den nicht mit Pfeilen schon mal vorarbeiten? Was nehmen wir denn für Pfeile? Feuerstein? Komm, wir probieren es mal. So, entschärft. Oh, die Ebene ist cool. Ich war hier noch nie so wirklich drin. Im Multiplayer ein paar Mal. Oh, Bären. Ach shit, wieder kein Platz im Inventar, natürlich. Was lassen wir denn her? Wolfzahn? Uff, das eine Holz kann hier bleiben. Zack, zack, zack. Was können wir jetzt machen? Was hat er eben angezeigt? Irgendwas zum Essen hat er eben gemacht. Ich glaube, Loxe sind ja nicht... Sind die latent böse? Nee, nur wenn man sie angreift, oder? Ich glaube, nur wenn man sie angreift. Oh, das war eine Mücke. Weißt du was? Die Pfeile können raus. Die Nadel nehme ich mit. So, holen wir uns mal ein bisschen ein paar Steine. Erzählt ihr nichts, ne? Jetzt seht ihr natürlich nichts, weil ich habe keine Lampe dabei. Shit, jetzt seht ihr ja nichts. Was ist denn das? Was hat er hinzugefügt? Was war das gerade? Was hat er gerade gesagt? Ach, der heißt Wegvisier, der Uralte. Ich dachte, der heißt nur der Uralte.
Was lassen wir jetzt hier? Lass mal kurz überlegen. Die Suppe blinkt. Wolfsköpfe habe ich, glaube ich, drüben echt genügend. Und die Zähne habe ich drüben auch. Brauche ich nicht. So, die brauche ich aber. Die nehme ich gerne mit. Gold, das brauche ich alles nicht. Federn könnte ich mitnehmen, aber der Gold und so, der kann liegen bleiben. Das brauche ich nicht wirklich. Und die Knochen können auch weg. Weil der Händler hat eigentlich nichts mehr für mich. Also nichts, was mich interessiert. Schon fast unfair mit dem Hammer hier durchzugehen, ne? Warte mal, kurz was essen. Oh. Wow. Einfach nur Sackgasse. Habe ich eine Fackel zufällig dabei? Nee, habe ich nicht dabei. Gut, ich gehe nur mal schnell durch und versuche noch ein paar Kerne zu finden. Hallo. Ah, sehr geil. Oh, 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 oh. Nice. Sehr gut. So, das Gold kann jemand anderes haben. So, wie viel haben wir denn? 10 Stück. Schön mal ein Stack voll gemacht. Feuersteinpfeiler, nö. Hab ich alles nicht mehr. Gut, sehr schön. 10. Das langt uns doch. Das langt uns doch. So, jetzt zoomen wir uns mal. Jetzt ist natürlich nachts, ne? Nachts hier rummachen ist natürlich ein bisschen schwierig. Aber das ist gut hier, der Übergang, finde ich jetzt. Das sieht geil aus hier. Steckt noch ein Pfeil. Was? 19 Holzpfeile? Ach, die habe ich da hingeworfen. Knochen. Ne, die Knochen brauche ich auch nicht. So. So, jetzt müssten wir eigentlich irgendwie zurück. Wie kommen wir zurück? Haben wir drüben ein Portal? Ich habe drüben kein Portal sitzen, was ohne Namen ist, ne? Das ist schwierig. Aber ich muss hier weg. Was ist denn die... Achso, das war eine Krähe da oben. Gott, jetzt sehe ich gar nichts. Wo sind wir denn hier? Also hier oben ist unsere andere Basis. Wir müssen zurück. Aber hier wäre eine gute Stelle für eine Basis, weil die sind wir noch einigermaßen sicher hier oben. Und hier können wir uns was aufbauen. Damit ich hier nicht nochmal zurücklaufen muss, würde ich sagen, bauen wir uns hier erstmal ein kleines Übergangshütchen hin. Und setzen da ein Portal rein. Portal im Dungeon? Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, das funktioniert nicht. Kam gerade der Vorschlag, Portal in den Dungeon reinzubauen, aber ich glaube, das geht nicht. Hallo, guten Tag. Ey, Sommer. Na, du knisterst so schön. Bist du eingefroren? Ich helfe dir, so. Ah, jetzt verzieht sich der Nebel, das ist natürlich besser. Also ich denke mal, dass wir uns die Basis hier oben hinbauen, wo auch die Lochse sind. Hier so. Weil hier ist A eine schöne Ebene. Er hat noch gelebt. Und da müssen wir auf jeden Fall einen Zaun drum ziehen. Wir könnten auch hier unter den Stein gehen, es würde auch gehen. Ich sehe halt gerade nichts. Kann ich mir mal schnell ein Feuer machen? Haben wir irgendwo einen Felsen? Das ist der Baum. Ich setze mir jetzt erstmal eine Kiste hin. Oh, wir haben nicht genügend Holz. Okay. Das Fett, das werfe ich hier hin.
Alter. Gibt's das? Nervt er von hinten? Oh. Shit. Ich wollte eigentlich den Felsen hier weghauen. Oh, das geht nicht. Das ist echt dumm mit dem Nebel. Hm. Oh. Ja. Ja, ich sehe jetzt hier nichts. Shit. Ich muss mir irgendwie was Schnelles hinzimmern. Was machen wir denn? Was lassen wir noch hier? Den Stein lassen wir da. Die lassen wir da. Die Bären können wir gleich aufsammeln. Ich muss jetzt erstmal Holz sammeln. Ich brauche Holz, um mir hier zumindest eine Werkbank hinzustellen und irgendwas, was mir Licht macht. Und dann laufe ich zurück und setze ein zweites Portal, mit dem wir uns hier hin teleportieren können. Und dann können wir uns hier immer noch überlegen, wo wir uns dann genau hinsetzen. Ups, falsche Waffe. So. So, bauen wir es hier oben hin, ne? Hier ist relativ platt. Oh, 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 oh. Ah, jetzt von hinten auch noch die. Nein, 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 nicht mein nächster Tod. Lass mal die mal gegeneinander kämpfen. Na, der Frossen ist echt gut, weil er die halt kurz blockiert. Die kleinen Kacker. Oh Gott. So. Wir brauchen nur so ein kleines Ding. Kein Holz mehr. Na, hier sieht's aus. So, warte mal, ich stelle mir mal eine Kiste hier hin. Geht auch nicht. Haben wir nicht noch Holz hier irgendwie liegen? War doch gerade am Fällen. Da ist noch ein Baum. Fast hätte ich es mir hier, wäre ich hier noch verstorben. Da sieht man mal, wie notwendig ist es, hier gut zu essen in der Ebene. Ich glaube, die gehen am schnellsten hier, die Tannen. Kann das sein? Die sind praktisch wie die kleinen Setzlinge bei uns in der... Bei uns. Bei uns der Harm. So. Eine Kiste wollte ich machen.
Dit weg. Dit. Kann alles hier bleiben. Und auf jeden Fall erstmal einen Sichtschutz. Ne, nur braucht noch ein bisschen Holz. Jetzt wird es aber im Inventar, dann sieht man schon mal ein bisschen mehr. So, und dann gehen wir rüber, bauen drüben das Portal auf. Dann sind wir schon mal in der Nähe der Ebene, das ist schon mal ganz gut. Und dann können wir ja ein bisschen gefahrloser erkunden. Oh, liegt da viel Gold. Hä, wer bringt das ganze Gold? Sind es die Gnome da? Bringen die so viel Gold? Da liegt ja halbes Vermögen am Boden. Bauen dit. Das ist ja krass. Und Schwarzmetall. So. Das müssen wir aber nochmal schöner machen. Portal. Ah, wir haben die Surtling-Dings nicht, ne? Brauchen wir 10 Surtling-Kerne und Edelholz. Ah. Okay. Essen hauen wir uns rein. Das können wir hier lassen, das können wir hier lassen. Harz können wir hier lassen. Stein. Gold. So, 4 Stück haben wir schon. Ja gut, da haben wir einen Dunkelwald in die Ecke. Das sollte ja kein Problem sein. Edelholz. War das nicht so, dass hier in der Ebene Edelholz-Dinger... Ihr wisst schon, was ich meine. AKA Bäume. Unterwegs sind. Und wir können jetzt erstmal das aufsammeln, was ich... Sind hier Raben unterwegs? Weil Edelholz kriegen wir im Wald nicht, ne? Es gibt, glaube ich, keinen Baum im Wald, der Edelholz... beinhaltet. Okay, Federn, Dings. Also wir müssen Edelholz besorgen, die Tannenzapfen. Ja, mein Gott. Machen wir halt noch eine zweite Kiste hier irgendwo hin. Ist ja nur eine Übergangskiste, bis wir das Portal hier gesetzt haben. Das brauchen wir nicht. Das können wir weglassen, das können wir weglassen. So, wie viel haben wir denn jetzt von den Augen? Wir haben... Okay, wir brauchen jetzt das Edelholz. Das ist das Wichtigste. Das besorgen wir uns jetzt. Jetzt überlege ich nur, ob wir hier durch die Ebene durchgehen. Wahrscheinlich. Machen wir alles in der nächsten Folge. In der nächsten Folge werden wir uns Edelholz besorgen. Und dann hier durch die Wüste... durch die Ebene geistern und uns das Portal aufbauen, was wir brauchen. Achso, und wir sollten hier das mal markieren, bevor wir jetzt hier... Kapeister gehen und Ebene, machen wir Base, Ebene. Alles klar, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.